Hallöchen, Freunde. Willkommen zurück zu Battlefield 1. Wir sind auf der Suche nach Motorteilen. Hat bis jetzt noch nicht ganz so gut geklappt. Eine Zündkerze und ein ganzer Arm voll Alarme, die ich am liebsten vermieden hätte. Damit kannst du jetzt nicht um die Ecke lehnen, ne? Wo sind die Jungs? Ich weiß nicht, ob das eine oder zwei sind. Einer. Nein, 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 nein! Shit, sehe ich immer noch nicht. Mann, wo steckt der? Ganz hervorragend. So, bevor ich mir die Sachen vom Motor klaue, muss mal gucken, dass mich hier keiner überrascht. Ich hasse Überraschungen. Vor allem, wenn sie gegen mich verwendet werden. Tür zu. So. Würde ich gerne mal mit dem Geschütz jetzt einfach da unten reinhalten. So, dann holen wir uns mal die zweite Zündkerze. Halbzeit. Siehst du mal, die Franzosen, die haben nicht besonders gut gebaut. Der kann die mit der Hand rausdrehen. Oh. Ungünstigst. So, was bist du denn hier? Eine Spitzhacke. Was möchtest du bitte mit der Spitzhacke? Oh, oh. Das kann ich sehen. Zwei Schuss noch. Ungünstig. Pferd. Granaten, nee, nee. Kramkeule. Dynamit. Monodragon. Super. Shit. Na gut. Dann nehmen wir das Ding mit. Wird jetzt laut und hässlich. Also ich kann es nur irgendwie vermeiden. Nee, nee. Sucht mich erst gar nicht. Tipp von mir. Tja, dann gehe ich doch mal in den ersten Stock, wenn die da unten auf mich warten. Oh. Ach, du warst der Alarmmensch. Na, guck mal einer, schau. So, die nächsten Einträge. Ich meine, wisst ihr, wo ihr seid, Jungs? Bist du alleine? Ich hoffe mal schwer, dass du alleine bist. Ich komme mal rüber.
heißt Tür auf und schießen. Was ist... Was ist die... Warte, ich mach das einfach. Ich lasse ihn zu mir kommen. Oh ja, komm rein. Was hast du denn da Feines dabei? Echt jetzt? Na mach schon. Komm rein. Ach, komm schon. Echt jetzt? Nur ja. Deaktiviert. So, wo muss ich als nächstes hin? Da links oben. Ich möchte keinen Köder werfen. Wüsste nicht wieso. Selbstlader. Ist recht dunkel hier. So, gibt's hier denn auch einen Motor? Artillerie, okay. Was bist du? Stolperdrahtbombe. Gut, außer Spesen nichts gewesen. Da haben wir wieder einen Motor. Gesehen. Nur noch einer. Naja, erzähl das nur. Das macht gar nichts. Sind das nur die zwei noch? Der hat eine etwas komische Lage, der Kumpel da. Aber dass nur noch die beiden sind, dann haben wir ja eigentlich leichtes Spiel. Ich hoffe mal, dass da oben noch ein Schallgedämpftes ist. Weil mit der könnte das jetzt gar nicht so nett werden. Oh, die ist auch interessant. Hier. Du vergisst jeden Tag tausende Dinge aus deinem Leben. Am besten vergisst du das hier auch ganz schnell. Oh. Ungünstig, wenn die mich hören. Ganz ruhig. Scheiße. Was ist denn das für eine Knüppel?
Ich muss hier weg. Shit. Auf geht's in den Häuserkampf. Alter, waren da noch viele. Also die Knifte ist mal echt scheiße. Alter Verwalter, was habe ich mir damit angetan? Ah, Stacheldraht. Komm, mach auf. Sollte dir. Nun gehen wir das ganze Ding mal. Ach, warte, es gibt ja noch die Niederhaltungsknarre, ne? Was ist eigentlich das hier? Ich glaube, die hole ich mir mal eben. Ach, das ist das dicke Geschütz. Wo waren die? Die war da unten, ne? Was ist das denn hier? Da müsste die drin gewesen sein. Oder nee, das war nicht der erste Turm. Nee, nee. Richtig. Alter, mit Zielfernrohr. Ja, halt mich fest. Ich könnte auch mal versuchen, ob ich hier mit der Lafette irgendwas machen könnte, ob ich die rüberdrehen kann und da einfach mal richtig reinhalte. Shit, man kann sie nicht bewegen. Schade. Das Pferd. Ah. Na, dann droppen wir mal hier durch ihn. Matsch. Ich hoffe, dass nicht noch mehr ungebetene Gäste kommen. Der oder geht er weg? Sehe ich jetzt nicht. Gucken, ob wir die auch noch leise nachladen können. Ausschalten können. Schön ruhig, kleines Pferdchen. Weiter. Ups. Das hat bestimmt für Aufmerksamkeit gesorgt. Nicht? Na, ah, der kommt von vorne. Kommt er nicht? Entschuldigung. Und den auch nicht. Das war gar nichts. Das hört er jetzt natürlich nicht. Shit, da komme ich nicht ran.
Hallo Pferdchen. Das war ich nicht. Das war schon vorher so. Wiedersehen-Alarm. Keine Munition mehr. Ungünstigst. Scharfschützengewehr mir jetzt zwar lieber, aber woher nehmen, wenn ich stehlen? Gib mir deine Zündkerze. Okay, ich hab alle. Schnell zurück zu Bess. Ich hab da irgendwo ein Pferd gesehen. Neues Einsatzziel. Kehr zu Black Bess zurück. Jo. Hier ist er gemütlich. Ach. Ich habe jetzt gerade auf der Karte unten gemeint, was sind denn das für Kopfhörer? Aber das ist ein Huf. Panzerabwehrgranate. Hm. Kann ich eigentlich gemütlich reiten, ne? Dürfte ja an sich keinen mehr geben, der jetzt hier noch groß einen auf Larry macht. Aber es ist lustig gerade. Hurra! Wow. Das ist aber ein Spring ins Feld. Nicht scheuen, da lang. Ich bin wieder da. So, na dann machen wir mal weiter. Wo sind meine Leute? Bin kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Nicht schlecht, oder? Ei. Sascha, das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Das mit seinen Händen. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes Scheißleben lang. Ich habe immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche Scheißkack-Drecksmaschine! Ach komm schon! Komm, Bess, na los! Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir! Verdammte Scheiße! Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf, Bess! Aber. Hey Edwards! Sie steht drauf, wie du fluchst, Junge! Ich darf wieder Panzer fahren! Der Treffpunkt liegt hinter diesen Hügeln dort hinten! Achte einfach auf das Dorf da unten! In Ordnung, Jungs! Gut festhalten! Es geht los! Linke Flanke! Er wollte den Panzer fahren in das Dorf ein! Sachte, Leute! Wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Das nenne ich aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten.
Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Ja, das tut sie. Aber mit den Panzern, also das sind, glaube ich, 5 gewesen insgesamt, wenn ich das richtig gesehen habe. Wird das ein heißer Ritt? Wo ist der eine hin? Gib sie ihn, McManus! Wenn ich ihn sehen würde. Er ist für Finch! Erstmal hier. Kann ich das einstürzen lassen? Das wäre mega lustig. Jawohl. Dreh mir schön deinen Hintern zu. Der war nichts. Ja, sag mal, was hält denn der noch aus? Jawohl. Next one. Ich könnte diesen Krieg nicht gewinnen. Wer ist denn gerade auf der Flucht, du Nasenbär? Kuckuck. So. Klar, was denkst du denn? Wenn hier einer Alarm schlägt, dann ist hier aber Polen offen. Steht da unten das Geschütz noch? Wichtigste Frage. Sieht mir nicht so aus. So viel zu seiner Aussage. Wo sind die anderen Panzer? Naja. Das ist ein scheiß Krieg, was erwartest du? Wo seid ihr, Pisser? Tja. Ich würde mal sagen, Freunde, das finden wir dann das nächste Mal raus. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Tschüssikowski.